Und oben sind so. Wunderbar. Da kommen die ganzen Betten angeliefert. Das Coole ist, solange noch keine Häftlinge da sind, sind auch alle Türen durchgehend offen. Das finde ich eigentlich echt geil, weil wir so perfekt bauen können, ohne dass sie irgendwie blockiert werden. Das ist echt cool. So, dann sind wir mit den Betten nämlich schon mal durch. Dann kommen wir nämlich zu den bequemen Kissen. Nein, nicht bequemes Kissen, weiches Kissen, sorry. Ich vertue mich da jedes Mal. So, weiches Kissen. Sehr gut, da hat das auch genommen, ne? Ja. Dann das Ganze nochmal gespiegelt hier hin. Sehr gut. Und dahin. Leute, wieso haben die denn da oben gar keine drauf? Das waren doch eigentlich gespiegelte Zellen. Also hier hingepackte Zellen. Lol. Beschiss. Ah ne, hier sind welche drauf. Wir machen aber trotzdem welche drauf. Wenn die ja schon offensichtlich drauf sind, weil ich wissen will, was passiert. Weil eigentlich dürfte es nicht der Fall sein. Aber naja. Ja, beginnen wir hier dann auch mal mit den Zellen, ne? So. Wobei hier offensichtlich keine drauf sind, ne? Das finde ich echt frech. Das Kopieren-Tool ist echt für den Arsch. So, dann noch hier links. Und oben. So, wunderbar. Als nächstes ist dran, ich würde sagen, das Bücherregal, weil es direkt daneben ist. Das heißt Bücherregal. Alter, die Hausmesse jetzt gerade über... Wie viel das sind. Sehr geil. Ja, ist aber komisch mit einem Kopieren-Tool, ne? Teilweise hat es ja funktioniert und teilweise nicht. Das finde ich echt ein bisschen frech. Also irgendwie scheint es ja dann auch zu klappen. Also, wenn es ein kompletter Codierfehler wäre, weißt du, dass sie irgendwas falsch gemacht hätten, dann müsste es ja überall falsch sein. Aber es geht ja hier teilweise. Das macht irgendwie, finde ich, keinen Sinn. Komisches Tool, ey. Naja. Und spiegeln. Boah, ich bin so gespannt, ob dieses Gefängnis funktioniert, ne? Da wird eh wieder irgendwo was sein, dass es nicht klappt. Irgendein Fehler wird da drin sein. Oder nachher sind sie komplett unzufrieden und ich verstehe mal wieder nicht, warum. Wie ist es eigentlich mit den weichen Kissen hier? Hat sich nichts geändert. Okay. Ja, ich meine, ich hätte auch sein können, dass das irgendwie ein Kissen in der Kiste ist oder so. Ach, was weiß ich. Solange es funktioniert, weiter links, oben, rechts, unten, so. Und nach oben.
Aber für eine Geschwindigkeit her geht's ja eigentlich, finde ich. Weil ich mir im Endeffekt müssen wir auch bedenken, wir machen das jetzt ja quasi schon in der finalen Version, weißt du? Das Gefängnis. Bedeutet, alles, was wir hier machen, ist ja schon quasi das Endprodukt. Was eigentlich auch schon mal ein großer Vorteil ist, ne? So, als nächstes kommt daneben ein Stuhl. Toll. Ah, Leute, ich hab da eine Zelle vergessen. Ach ja, das wird schon toll. Und unten. Ja, die Zellen werden halt am meisten Zeit fressen, ne? Aber das wussten wir eh schon vorher. So. Wäre besser, als wenn wir jede Zelle einzeln machen müssten. Wenn wir die jetzt hier so durchgehen, wie wir es jetzt machen, dann ist der Fortschritt, finde ich, irgendwie größer im Gefühl. Als hätten wir jetzt jede Zelle einzeln gemacht. Wenn wir sie so im Kollektiv direkt aufbauen, finde ich angenehmer. So. Sind ja auch schon fast wieder durch mit den Stühlen hier. Und hier hinten hin. Uff, ey. Und gespiegelt, ne? Mhm. Ich glaube leider, dass bis auf das Kissen auch nichts zum Durchziehen ist, so. Also, dass wir es halt gedrückt halten können, dann einfach durchziehen können. Naja. Und davor kommt natürlich der Schreibtisch, klar. Nicht mal den können wir durchziehen. Oh. Ja, ist natürlich der Vorteil bei den... Lol. Ups. Ne? Da sind noch Feder drin. Das ist natürlich toll. Heieiei. Also keine Ahnung, was ich mir da gedacht habe, aber irgendwie war es ja mal komplett fail. Ups. Aber ich hoffe, das war auch der einzige Fehler hier so. Es wäre ärgerlich, wenn es da jetzt noch mehr gäbe. Ich habe mich gerade nur gewundert, wieso passt der Schreibtisch jetzt nicht hin. Lol. Geht aber wieder. Alles gut. Scheint der einzige Fehler gewesen zu sein. Also alles noch tippitopp hier. Vorstellen wir, dass wir die Hälfte umbauen müssen, ey. Uff. Sehr gut. Und unten. Ey, jeder kriegt einen eigenen Computer hier, ey. Heilige Scheiße. Wenn das Gefängnis übrigens funktionieren sollte und fertig ist, werde ich das übrigens auch mal, glaube ich, in den Workshop hochladen. Weil da würde ich echt gerne mal wissen, was die Leute dazu sagen. Weil das finde ich ja immer mega gut.
Wobei es halt auch, obwohl das halt alles so Luxussachen sind hier, ich glaube trotzdem sauschwer ist, da auszubrechen. Weil du halt immer komplett in deinem Block eingebunkert bist und trotzdem halt nach draußen mehrere Sicherheitswege hast. Selbst wenn du hier durchkommen solltest, ist da trotzdem noch ein ganzer Sicherheitsgang, weißt du? Plus Umfassungsmaß, also egal wie, das Ding ist ja trotzdem noch hart gesichert, was ich echt krass finde. Klar, mit einem Tunnel könnten sie sich jetzt hier rausbuddeln, haben trotzdem halt einen Weg dazwischen. Und buddeln ist auch ein bisschen kompliziert, weil sie überall Pieper haben. Stell dir vor, wir würden den Ausbruchmodus spielen und würden uns aus dem Werkstatt was holen. Dann würden wir da piepen und da piepen. Auf jeden Fall mindestens bei zwei, immer. Egal, wo lang wir gehen. Was echt nice ist. Ja, hier haben wir jetzt alle Schreibtische fertig, ne? Ja. Dann geht's jetzt hier weiter. Warte. Unten. Links. Ja, da ist die Tastatur. Gut. Die Feste steht nachher der Tisch falsch rum. Wäre natürlich auch geil. So, dann ist gleich die erste Etappe fertig. Und der erste Teil des Raumes ist komplett durch. Weil diese kleine Kuhle, wo die jetzt mit dem Bett und so drin ist, ist dann komplett durch. Finde ich gut. Sehr schön. Nächste Etappe, die wir machen, wird sein die Gebetsmatte. Weil die noch daneben ist. Warte, wir machen mal ganz kurz das Fenster kleiner, so, passt. Nein. Warte, wir müssen irgendwo hinklicken. So, jetzt kann ich wieder A und WASD drücken. Danke. Immer neben den Stuhl. Weil wenn ihr schon beten wollt, könnt ihr auch euren PC anbeten. Kann man die eigentlich drehen? Oh ja, man kann die drehen. Dann tun wir das nämlich auch. Damit selbst das einheitlich ist. Da müssen wir aber auch immer ganz kurz das wegmachen und die anderen, die wir bis jetzt haben, auch drehen. Die sind nach oben gerichtet, das kann, ist ja auch richtig. Die muss gedreht werden. Die nach oben. Die nach unten. Weil wenn schon, ne, wie gesagt, dann richtig. Ja, die können dann nach oben bleiben. Aber war jetzt auch relativ schnell. Guck mal, war doch top. Gebetsmatte. So, wo waren wir? In der dritten Zeile, ne? Genau. Drehen. Und hier die letzte Linie von dem Block. Ah! Aha, aha. Noch ein Übeltäter. Da kommen die ganzen Matten. Wie viel das noch immer sind, ne? So, und gespiegelt. Es nimmt Form an, alles hier. Die haben wir alle. Boah, bei jeder Autospeicherung habe ich immer richtig Schiss, dass mir das wieder so richtig lang zieht mit irgendwas, ne? Man wird nachher irgendwie 20 Gebetsmatten irgendwo im ganzen Raum verteilt hat, ey. So, und hier links. Warte, war doch immer auf den PC gerichtet, ne? Ja. Ich frage mich aber auch sowas wie den Boden, was zum Komfort beiträgt, ne? Ob das einfach nur für uns optisch ist oder ob die Insassen sich, wenn sie Parkett haben, auch wohler fühlen, als wenn sie irgendwie auf Beton liegen würden. Weil ganz ehrlich, wenn ich eine Gefängniszelle betreten würde, ja, so rein hypothetisch jetzt, ne? Dann, und da wird jetzt Parkett drin sein. Mit geil gefliest im Badezimmer dazu, wäre es halt schon geiler, als wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, wo einfach nur Betonboden ist, ja?
Oder sehe ich das falsch? Oder ich weiß nicht, ob das hier berechnet wird. Wäre aber witzig, wenn. So, als nächstes machen wir die Telefonzelle. Warum sind die jetzt so laut beim Kaufen? Die anderen waren so leise. Verstehe ich nicht. Vielleicht weil die mehr kosten? So, dann rechts. Und unten. Die gehen gefühlt bis jetzt schon am schnellsten sogar. Die Telefonzellen. Ach, was für ein Dreck. Ich dachte gerade schon, das sieht jetzt nicht nach Parkett aus. So. Ja, die heulen auch rum wegen der Toilette. Ich weiß, kommt der gleich. Entspannt euch mal. So. Rechts auch. Alter. Das dauert auf jeden Fall schon echt ordentlich lange. Kackzellen, ey. Und zwei davon, also zwei Blöcke müssen wir noch komplett mit Hand nochmal neu machen dann, ne? Naja. So, als nächstes machen wir dann... Komm, machen wir mal die Toilette, damit die ganzen Dreiecke wie gesagt schon mal weg sind. Oder nee, weißt du was, machen zuerst die Fenster, damit da überall mal Licht drin ist. Weil es nervt mich auch ein bisschen tatsächlich, finde ich. Alles so dunkel und duster hier. Na, ist schon besser so, ne? Macht eigentlich einen Unterschied, ob wir die drehen oder nicht? Lol. Hä, lol, das macht, man kann die so doppelt machen? Oder einzeln? Und sollte nach unten. Ja, nach unten macht es halt nur Sinn, weil man sieht die obere Mauer ja eh nicht. Aber so kann man es beidseitig machen. Warum kann man das denn sonst nur auf einer Seite? Was macht das für einen Sinn, wenn du die Gitter nur auf einer Seite hast und sonst nicht? Wenn schon, macht man die doch so, oder? Was macht das sonst gar keinen Sinn? Oder sehe ich das falsch? Na, weiß ich nicht. Ich denke mal, ich sehe das vielleicht irgendwie falsch. Ah, die haben alle schon Fenster. Oh, lol. Na gut, dann. Ja, das war ja die einzige Ausnahme da. Ich weiß. Dann unten... Und ganz unten. Und dann auf der linken Seite. Ach ja, wie toll. Na guck mal, schon wird schon direkt ein bisschen heller alles hier. Das ist gut. Ach, ganz ehrlich, selbst der Hochsicherheitstrakt ist eigentlich schon ganz geil. Der ist zwar teilweise nicht ganz so optimal, aber geht schon, geht schon.
bin auch überlegen, ob ich die Kapelle vielleicht mit dem Unterrichtsraum. Ah, nee, kann ich gar nicht, weil das ist 5x5, ne? Stimmt. Wollte ich halt mich sagen, ob ich die vielleicht tauschen kann, aber nee, Quatsch. Fenster. Wie gesagt, wenn schon der doppelt, ne? Macht das sonst keinen Sinn? Oh nein. Oh nein. Ja, gut. Das ist jetzt richtig ungünstig. Wobei, nee, ich will euch ja nicht mit Kacken zusehen lassen. Setzen wir es dahin. Aber ihr habt denn ja gar kein Außenfenster. Oh mein Gott. Das ist jetzt ja mega belastend. Das ist ja behindert. Kann man das irgendwie anders machen? Na, nee, sonst sieht es aber richtig scheiße aus, wenn wir es jetzt irgendwie anders machen, weil... fuck. Ich sag's, wie es ist, das ist richtig behindert. Scheiße. Wir könnten höchstens die Kantine davon dahin setzen, aber dann ist die halt außerhalb des Bereichs. Ne, es ist auch kacke. Oh, toll, wegen einer verfickten Zelle jetzt. In deinem Fenster mache ich nicht, weil sonst sehen die es ja da. Ich könnte höchstens da ein Fenster. Ne, es ist aber auch. Ja, es ist doch belastend. Ja, da macht ein Fenster auch Sinn. Aber dann haben wir echt eine Zelle, die kein Fenster hat. Das ist richtig belastend. Ja, die muss es natürlich dann hier hinbekommen. Das geht jetzt dann nicht anders, ne? Hast halt so eine kleine Sicht auf die Dusche oder so. Aber ich sag mal so, Pech gehabt. Dann haben wir hier halt zwei Arschlochzellen. Fuck. Ja, das habe ich nicht ganz bedacht. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Dann haben wir halt nicht alle Zellen gleich. Von der Qualität her. Sondern zwei anders. Von 200, ey. Das ist so traurig, ne? Naja, wir haben es versucht. Können wir direkt nur anfangen. Alles aufgeben. Neuplan. Scheiße gebaut. Ganzes Gefängnis neu anfangen. Nee, echt nicht. Ja, wir können die Fenster schon mal rein. Fenster bei den Zellen ist ja auch ungünstig. Ich würde die da hinsetzen, so schön zum Hof hin, ne? Aber wobei, das geht eigentlich doch. Das kann man schon machen. Extra auf die Seite, wo nicht die Duschen sind, weil sonst kann man straight auf die Duschen gucken, ist ja auch ein bisschen blöd. Ah, das ging wenigstens noch. Die können wir jetzt auch oben schon mal platzieren. Halt unten. Ah, ist aber trotzdem hart traurig, muss ich sagen. Also das hier, muss ich sagen, ärgert mich tatsächlich ein bisschen, dass genau die drei Zellen halt anders sind. Hier die eine Zelle halt ein bisschen um einen Block versetzt, ist ein bisschen deswegen ungünstig, weil jetzt hat er halt seine Privatsphäre in seiner Toilette nicht mehr, ja? Ist jetzt nicht so wichtig, also nicht so wild, aber ist halt trotzdem traurig. Ich kann mal ganz kurz gucken, unter Logistik ist aber trotzdem Raumqualität wichtig, dass es ein großes Fenster ist, ne? Weil da steht ja auch extra, großes Fenster gibt einen Punkt. Und nicht ein kleines Fenster. Das gleiche auch, wenn es ein Außenfenster ist, plus 2. Das ist belastend. Der hat zwar ein Außenfenster, aber man kann bei ihm jetzt in den Raum reingucken, wie man möchte. Das ist natürlich jetzt für den ein bisschen ungünstig. Nicht so wichtig, aber für ihn halt ein bisschen dumm gelaufen. Und der hat halt gar kein Fenster. Der hat die richtig. Also das ist jetzt. Das sind die richtigen. Das sind die zwei Wichserzellen, ja? Wenn du da drin bist, hast du schon verkackt eigentlich. Hm. Mega beschissen. Ich bin gerade überlegen, wir könnten natürlich trotzdem die Zellen dafür ein bisschen ausgleichen. Da muss ja noch ein anderer Gegenstand reinkommen, damit es auch wieder passt. Weil sonst haben die unterschiedliche Zellenqualitäten. Das will ich dir nicht zumuten. Nee. Naja, Fenster haben wir jetzt. Cool. Nächstes ist... Ach komm, setzen wir mal die Toilette dahin.
Toilette, auf geht's. Immer schön ganz außen und Richtung Wand natürlich, ne? Ach, ist das belastend, ey. Und rechts auch. Das sind so Dinge, die fallen halt erst auf, wenn es zu spät ist, ne? Naja. Einmal spiegeln. Immerhin können wir mit Stolz behaupten, dass unsere... Wieso ist denn da kein Mosaikboden drin? Dass unser Gefängnis hier nichts mit irgendwie verbackten Zellen zu tun hat, wo sie das irgendwie ausnutzen. Also wir machen erstmal die Toiletten fertig. So wie die einzelnen anderen Gefängnisse, die wir uns mal angeguckt haben oder die ich mir angeguckt habe. Wo dann so Sachen drin sind wie, keine Ahnung, Dusche, Abfluss und Toilette und alles übereinander. Hauptsache, die Effizienz ist da, aber sieht aber komplett behindert aus. Bei uns sind sie wenigstens auseinander. Sogar die Räume sind einzeln getrennt mit dem Boden und alles richtig gut, ja. Hm, da fehlt auch ein bisschen Boden. Machen wir die doch mal ganz kurz, bevor ich es vergesse. Da kommen zwei solcher Böden rein. Und da der ganze Werkstattboden fehlt, verstehe ich gerade gar nicht. Ach, deswegen. Das war Eisenboden. Und den habe ich übersprungen, ne? Das war ja gar nicht Mosaik. Deswegen habe ich ihn noch vergessen gehabt. Genau. Na, Schritt für Schritt muss man alles machen. Sonst kommen mich genau solche Sachen in Vergessenheit. Ich will jetzt gerade bei dem Zimmer noch so ein bisschen so zur Toilette und zur Dusche hingucken, aber naja. Naja. Ist ja auch immerhin kein Hotel, ne? Ich meine, es ist jetzt mittlerweile wie ein Hotel gebaut. Und ein absoluter Reichenknast. Aber ist ja eigentlich kein Hotel hier, ne? So, als nächstes kommt die Dusche. Duschkopf. Immer so zur Mittelwand und außen, ne? Genau. Ausgezeichnet. Die haben wir alle. Sehr gut. Mein Gott, wie viel in so einer Zelle drin ist, ne? Ist echt unnormal. Dann unten. Dann wieder links. Witzig finde ich, dass ich halt, wenn ich das so baue, die Arbeiter fast nie sehe. Aber jedes Mal, wenn ich wieder neu im Rundgang bin, die Arbeiter halt wieder da sind, weil die jetzt halt alle hier runterlaufen und da oben fertig sind. Das finde ich immer ziemlich witzig. Warte, nee, Quatsch, so. Mein Gott, ich mache schon wieder fast einen Fehler hier. Lol, da fehlt eine Toilette. Was ist denn da jetzt passiert? Kurz die Duschköpfe fertig machen, dann können wir noch mal ganz kurz hingucken.
spiegeln. Eine Toilette. Habe ich wohl verkackt. Dann Dusche. Ein Abfluss. Ne, wir gehen der Reihenfolge nach. Wir gehen jetzt hier nicht irgendwie hin und tauschen da irgendwas. So. Ah, die haben wir alle, klar. Bei jedem Durchgang bin ich immer so froh, wenn ich bei diesen Zellen bin, die schon fertig sind, ne? Immer so ein, ja, die muss ich nicht machen. Die kann ich überspringen. Obwohl es eigentlich nur so ein paar Zellen sind, die eigentlich nicht so ein großer Mehraufwand jetzt sind. Aber man freut sich trotzdem immer drüber, ne? Haben wir alle. Oh Mann, ey. Und links, also das ist trotzdem noch viel Planung übrig, ne? Krass.